Ja, in fast allen Umfragen liegt Joe Biden vor Donald Trump, auch was die persönlichen Werte angeht, also Beliebtheit, Kompetenz in Sachen Corona-Bekämpfung und Gesundheitsvorsorge. Doch in einem Bereich sind die Amerikaner mehrheitlich ausgesprochen zufrieden mit dem Amtsinhaber, und das ist die Wirtschaft. Es ist und war eine Politik mit der Brechstange. Unser US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf berichtet. Alles oder nichts. Es ist seit jeher die Devise von Donald J. Trump als Geschäftsmann und als Präsident. Niederlagen als Sieg zu verkaufen ist Teil des Business. Doch in den ersten Jahren seiner Amtszeit brauchte er meist nicht blöffen. Die Zahlen gingen steil nach oben, vor allem an der Börse. Der Dow von knapp 20.000 Punkten rauf auf fast 29.000. Ein jubilierender Präsident. Seit meiner Wahl ist der S&P um 45% gestiegen, der Dow Jones über 50% und der Nasdaq 60%. Das ist eines der größten Wirtschaftswunder in der Geschichte unseres Landes. Großartige Arbeitsmarktzahlen und überhaupt, unserem Land geht es richtig gut. Das ist die tollste Wirtschaft, die es je gegeben hat. Die Börse geht durch die Decke, die Arbeitslosenzahlen sind besser als je zuvor. Unbestritten hat Donald Trump wirtschaftliche Erfolge erzielt. Ende 2019 sank die Arbeitslosenquote auf 3,5%, der niedrigste Stand seit mehr als einem halben Jahrhundert. Die Zahl der Afroamerikaner ohne Job ging ebenfalls deutlich runter auf 5,4%. Der Index für das Verbrauchervertrauen ging nach oben, ebenso die Einkommen, im Jahresschnitt um 3,4%. Eine Erfolgsgeschichte. Doch ist es auch seine Erfolgsgeschichte? Der Vorgänger widerspricht. Die Wirtschaft hat in den letzten 21 Monaten meiner Amtszeit viel mehr Jobs geschaffen als in den 21 Monaten danach. Also Leute, wenn ihr die Republikaner hört, wie toll die Wirtschaft läuft, was meint ihr, wer das gestartet hat? Unmar hat in vielen Punkten recht. In den letzten 3 Jahren seiner Amtszeit wurden durchschnittlich mehr Jobs pro Monat geschaffen als unter Trump. Das größte wirtschaftliche Wachstum unter dem Amtsinhaber gab es 2018 mit 3%. Obama schaffte 2015 3,1%. Und die Arbeitslosenrate sinkt seit 2009 konstant, in Obamas Amtszeit von 10 auf 4,7%. Dennoch, die überwiegende Mehrheit der Amerikaner attestiert Donald Trump in wirtschaftlicher Hinsicht gute Arbeit, vor allem aber nicht nur seine treuesten Fans. Die Wirtschaft könnte nicht besser sein, vor allem für uns mit mittleren und gehobenen Einkommen. Ich mag einfach seine Leidenschaft. And I just feel his passion. Teils trotz, teils wegen der Brechstange, die er gerade international benutzt. Der Zollkrieg mit China kostete Arbeitsplätze und Milliardensummen auf beiden Seiten. Der Zollkrieg mit der Europäischen Union ebenfalls. Nicht nur Stahl und Aluminium wurden zum Streitpunkt, sondern auch Motorräder und Jeans und Käse. Die Zeiten und der Ton sind eisig zwischen Europa und Amerika. Doch Trump schaffte Regularien ab, boxte seine Steuerreform durch, zwang Kanada und Mexiko in ein neues Handelsabkommen. Doch dann im März das abrupte Ende des amerikanischen Höhenflugs. Millionen Menschen verloren ihren Job seit Beginn der Corona-Epidemie, beantragten Arbeitslosenhilfe. Die Erwerbslosenquote rauf auf fast 15%. Und Bilder, die für Amerika fast unvorstellbar sind. Endlose Schlangen an Essensausgabestellen, Millionen Menschen, die kein Geld mehr für regelmäßige Einkäufe haben. Dennoch predigt der Präsident, wir werden schleunigst das China-Virus besiegen und unsere Wirtschaft zu noch nie dagewesener Blüte führen.
Inzwischen sind zwar deutliche Anzeichen eines Comebacks zu erkennen, doch die Wirtschaft leidet noch immer. Airlines mussten Zehntausenden Mitarbeitern kündigen. Nur eine von vielen Branchen, die immer noch am Boden sind.